Heute geht es um das gefährlichste Medikament in meinen Augen, was momentan mir am meisten Probleme macht, wenn wir Leute ja beraten in den Kommentaren. Ja, ein bisschen schwierig zu erklären. Es geht um Magensäurehämmer. Ja, einige Leute, vielleicht habt ihr davon noch nie was gehört, vielleicht seid ihr auch drauf, was ist denn das überhaupt? Vielleicht nehmt ihr es auch und wisst gar nicht, dass das das ist. Es geht um Protonenpumpenhemmer, das ist Pantoprazol und Omeprazol, genau, lustiger Name, ne? Und das kriegt man eigentlich immer verschrieben, sobald man irgendein Medikament nimmt, also oder zwei. Also es gibt viele Medikamente, die gehen auf den Magen, man kriegt Sodbrennen, man kriegt Magengeschwür oder sowas. Und gerade wenn du dann irgendwas nimmst gegen Diabetes, gegen Zucker, also das ist ja Zucker, gegen Bluthochdruck noch oder noch irgendwie fürs Herz oder so, dann kriegt man das meistens mit verschrieben. In der Packungsbeilage steht natürlich auch, soll man nicht so lange nehmen, mal ein, zwei Wochen, aber es gibt Leute, die nehmen das ganze Jahr, weil sie dann ihre Medikamente nicht nehmen können. Und das ist ein Problem, weil das Zeug hat wahnsinnige Nebenwirkungen. Und einige Leute nehmen das auch, wenn sie so Brennen haben. Ja? Die gehen dann zur Apotheke und haben dann das ein oder andere mal benutzt und dann sagt der Apotheker, hier, nehmen Sie doch mal das. Und das kann in kurzfristiger Sache sehr helfen, die Magenschleimhaut auch abzuheilen, Magengeschwür zu bekämpfen. Aber viele nehmen das immer und immer wieder. Und das hat ein Problem. Und zwar, du kriegst eine Minderversorgung. Ja, die Magensäure wird quasi gehemmt. Du hast weniger Magensäure. Und zwei, drei, vier Sachen passieren. Das eine ist, du kriegst einen riesigen B12-Mangel. Die Leute werden dann auch irgendwann verwirrt und so. Wir nehmen ja B12 über Lutschtabletten oder Tropfen auf. Das bedeutet, es geht direkt über die Mundschleimhaut, ohne diesen Intrinsikfaktor im Magen, über das Lymphsystem rein. Da haben wir auch gute Erfahrungen, weil wir hatten immer super Werte. Ja. Das nächste ist, du kriegst einen Kalziummangel. Leute, die lange Protonenpumpenhemmer nehmen, die kriegen Knochenbrüche, Osteoporose. Gerade ältere Leute, die viele Medikamente fallen dann hin, brechen sich die Hüfte und so. Ne? Ja. Das ist dann schnell passiert. Und was auch noch passiert ist, und das ist, haben die Leute alle nicht auf dem Schirm, ist ein Magnesiummangel. Und wir hatten jetzt einen Fall unter einem der letzten Videos, dass jemand gesagt hat, ich habe hier Vitamin-D-Kur angefangen und ich habe ganz doll Herzrasen bekommen. Oh, das geht, mir geht's. Und viele Leute schreiben Panikattacken, dass sie Panikattacken kriegen, das Herz macht bop, 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 bop. Und dann habe ich gesagt, ja, dann geh doch mal zu einem Vitamin-D-Berater. Ganz wichtig, wenn sowas passiert, guckt mal den ersten Link oder diesen Video, da findet ihr in eurer Nähe mit eurer Postleitzahl einen Vitamin-D-Berater. Ja. Und bitte tut euch einen Gefallen und investiert mal 60 bis 120 Euro mal für eine Beratung. Ja. Der fragt euch, was nehmt ihr denn und so. Und da kam raus, ich mache ja keine Beratung in den Kommentaren, weil ich bin ja auch kein Arzt und kein Vitamin-D-Berater. Ja. Dann hat aber eine Vitamin-D-Beraterin, die Martina, gefragt, so, wie sieht's denn aus, warum, wieso, weshalb, nimmst du Medikamente? Nein, ich hatte aber mal was genommen, und zwar Pantoprazol, und zwar eine längere Zeit. Aha, Magnesiummangel. Ja. Und was passiert, wenn du einen tiefen sitzenden Magnesiummangel hast? Das Herz ist ein Muskel. Genau. Und das fängt dann an, weil das Vitamin D ja zusammenarbeitet mit Magnesium hauptsächlich, aber auch Vitamin K2 ist gut, ja. Das Herz, was ist los? Schneller. Und will Magnesium ziehen, und es ist nichts mehr da. Ja. Das bedeutet, wenn ihr Probleme habt bei der Vitamin-D-Kur und ihr kriegt Herzrasen, Panikattacken und so, dann macht Pause und nehmt erstmal ein paar Wochen lang hochdosiert Magnesium. Wir haben ja so Kapseln, die sind auch unten verlinkt. Dann wirklich vielleicht 8 Stück am Tag verteilt nehmen. Normalerweise sollte man so 4 Stück am Tag nehmen, aber dann macht euch so ein kleines Schnapsglas voll oder so ein Pillendöschen und nehmt morgens mal eine, mittags eine, nachmittags, also immer mal wieder, legt es euch neben auf den Schreibtisch beim Arbeiten oder was auch immer, oder legt es ins Bad, wo ihr immer mal die Hände wascht, wenn ihr Pipi wart oder so, und dann immer mal eine nehmen und damit über vielleicht mal einen Monat aufsättigen und dann habt ihr wieder einen guten Magnesiumspiegel und dann ist das gut, ja. Das ist halt echt eine Sache, ja. Und der Witz ist aber, jetzt seht ihr das vielleicht hier oder habt Bekannte oder Freunde und sagen, hey, dann lass das doch weg. Das wird schwierig. Ja, weil der Körper gewöhnt sich ja daran, dass man weniger oder so gut wie keine Magensäure hat, ja. Ihr habt garantiert noch generell einen Mehrstoffmangel, ja. Dann setzt ihr das ab und was passiert als allererstes?
Ihr kriegt wieder Sodbrennen. Und ja, vielleicht schlimmer, als ihr das je gehabt habt. Und das ist ein Problem. Jetzt habe ich mal geguckt und ich werde darüber auch demnächst nochmal ein Video machen. Aber wir erzählen es jetzt mal. Es gibt ein ganz tolles Rezept für die Hilfe bei dem Entzug von so Magensäurehämmern. Ja? Ja. Und das ist auch ein Mittel gegen Sodbrennen. Ja? Und das habe ich noch nie so gehört. Und ich finde es total interessant. Ja, hört sich sehr interessant an. Und zwar ist das ein Leinsamentee. Ein Leinsamentee. Und wir haben ja schon öfters gesagt, oder habe ich schon öfters gehört, ja, man kann geschrotete Leinsamen nehmen, ja, oder Haferflocken. Das hat bei mir nie gut funktioniert. Ja. Da habe ich eher noch mehr Sodbrennen gekriegt. Aber Leinsamentee, da nimmt man 2 Esslöffel geschrotete oder gemahlene Leinsamen, mhm, packt dazu 200 Milliliter Wasser, am besten gefiltertes oder gutes Wasser, wir haben ein Aquion, und dann rührt man das immer mal wieder um und eine halbe Stunde lässt man das dann quellen, mhm, und dann gießt man dieses Gebräu durch einen Sieb ab und dann bleibt nur noch eine Flüssigkeit übrig. Wahrscheinlich keine 200 Milliliter, sondern das wird, nee, ja so geliert. Ja. Weniger, ja. Und das kann man dann entweder warm machen oder trinkt es halt so. Ja. Und das trinkt man vor jeder Mahlzeit. Und was macht dieses Gebräu, wie dieser Tee? Mhm. Der hilft dem Muskel, der den Magen verschließt, weil daher kommt das Problem meistens, mhm, stärker zu werden und den Verschlussreflex zu verstärken. Mhm. Das bedeutet, es geht zu. Ich habe das auch schon mal gehabt, als ich so schlimm Sodbrennen hatte, dass ich dann nachts, wenn ich gerade zu viel gegessen habe oder mal Alkohol längere Zeit getrunken habe, dann wird dieser Muskel schwach und dann liegst du nachts im Bett, drehst dich gleich zu einer Seite, dann wachst auf und hast Magensäure im Mund. Ja, das ist nichts Ungewöhnliches, da muss man sich ein bisschen aufrecht, gerade wenn man spät was isst und Alkohol, mhm, getrunken hat. Das ist aber schon ein schlechtes Zeichen. Das bedeutet, dieser Muskel ist geschwächt und kann nicht mehr gut funktionieren. Ja. Und dann halt versuchen mit diesem Leinsamentee vor jeder Mahlzeit, vielleicht 3, 4, 5 Mal am Tag das immer mal nehmen. Und dann kann das sein, dass das hilft und dann das ausschleichen. Ja. Ja. Wenn ihr, was weiß ich, 40 Milligramm nehmt, geht doch vielleicht erstmal auf 20 Milligramm von diesem Magensäurehämmer. Dann nehmt es nur jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag und dann schleicht ihr das zusammen mit so einem Leinsamentee aus. Ja. Genau. Entschuldigung, was ich noch zu sagen möchte zu den Leinsamen. Ganz wichtig, bitte schrotet die selber oder malt die selber, weil wenn ihr die schon gekauft, wenn die dann schon geschrotet sind, da sind diese Öle nicht mehr drin. Also das ist ja im Prinzip ein Abfallprodukt. Vom Leinöl machen. Genau, ja. Und ja, da ist dann nicht das Wertvolle mehr drin, was ihr braucht. Also, ja, bitte selber machen. Genau, ein kleiner Mixer oder eine Kaffeemühle, mit denen, ja, geht es auch noch sehr, sehr gut. Also eine elektrische, keine High-End, was macht ihr bitte nicht, ja? Genau, und damit müsstet ihr es eigentlich gut hinkriegen, da rauszukommen. Es ist einfach so, wenn ihr diese Medikamente nehmt, Magensäure, werdet ihr auf lange Sicht einen ganz starken Mineralstoff- und Vitaminmangel bekommen, weil im Magen sehr viel umgewandelt wird, damit das im Dünndarm gut aufgenommen, mhm, wird. Es kann auch sein, dass ihr Unverträglichkeiten bekommt, weil Sachen, ja, unverdaut oder zu wenig verdaut in den Darm kommen. Ja. Da kann es eine Gluten-, eine Laktose-, eine Fructose-Intoleranz geben. Und dann wundert man sich, oh, jetzt vertrage ich gar nichts, ja, mehr, bin gegen alles allergisch. Die Magensäure ist ja für was gut. Ja, ja. Und es kann sein, dass ihr mehr Infekte bekommt, weil die Magensäure das nicht tötet. Ja. Ja? Oder schneller eine Lebensmittelvergiftung. Ne? Weil eigentlich bei jungen Menschen, ich weiß noch, als ich junger Mensch war, ich konnte essen, was ich wollte, da habe ich auch Fleisch gegessen, Rippchen mit Kraut, eine Pizza hinterher und was auch immer was. Ja. Auch an der Weihnachten, ich habe nie Probleme gehabt. Junge Leute haben Magensäure, die löst alles auf. Und je älter man wird, desto schlechter wird die leider. Kann, ja, ich nicht mitreden. Ja. Also du kannst immer noch Rippchen mit Kraut essen. Nein, hast du noch nie gegessen. Nee. Gut, schreibt ihr mal eure Tipps gegen Sodbrennen unten rein und alles Gute.